Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Dark Side Detective. So, wir sind jetzt alleine mit Dooley unterwegs. Das ist erstmal nicht so vertrauenserweckend. Ich hoffe, er kommt alleine klar ohne den Inspektor. So, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Tor. Dieser Weg ist blockiert von einem riesigen Tor. Welche Geheimnisse verbirgst du, Tor? Wenn all dies erledigt ist, werde ich dich auf jeden Fall genauer untersuchen. Dann nenne ich es Gate-Gate. Halt sowas wie Watergate, nur halt Gate-Gate. So, was haben wir hier? Hier ist die Leiter, aber da wollen wir ja nicht hoch. Ja, da würde er sonst hochgehen. Hier ist ein Abflussrohr. Ohne Zweifel ist das ein geheimes Versteck für Regierungsinformanten. Aber klar doch. Und hier sind Rohre. Ah, und so pumpt die Regierung Dihydrogenmonoxid in unsere Heime. Monster. Diese Monster. Okay, dann ja, bewegen wir uns mal nach rechts. Hä? Ach, ein Sewer Gator. Tatsächlich, wir haben hier wirklich ein Krokodil gefunden unten. Hey, Kleiner, was tust du hier unten? Ja, ich schaue mir meine Geschichten an. Lass mich in Frieden. Oh, wow, ein Alligator. In der Kanalisation. Der Fernsehen schaut? Okay, diese Story ist zu viel für mich. Viel Spaß, Mister. Passen Sie nur auf die Kannibalen auf. Okay, das ist wirklich verrückt. Hier haben wir einen Fernseher. Eine TV-Sendung über urbane Legenden. Was für ein Blödsinn. Ja, sicher, du wärst der Erste, der daran glauben würde. Ah, okay, ist das Gleiche. Wir können uns leider nicht weiter mit ihm unterhalten. Oh nein, ein böser Clown wie bei S. Wie passend das gerade ist, weil es kommt gerade das Remake im Kino seit letzter Woche. Das passt ja gut. So, hier ist ein Sicherungskasten. Der kontrolliert den ganzen Strom in der Stadt, elektronisch und politisch. Und hier ist ein kleines Papierbötchen. Dieses Boot ist nicht das einzige, was hier unten schwebt. Ich nehme an, der hier ist gemeint? Oder halt, weil Scheiße im Abwasser auch mit rum schwebt, sozusagen. Böser Clown. Hi, Dooley. Wirst du nicht Hallo sagen? Ein Sekündchen mal. Was treibt denn ein Clown hier unten? Das hier ist doch kein Zirkus. Ich gebe den vorbeilaufenden Kindern Ballons. Tust du das? Und hier haben wir noch etwas Zuckerwatte. Und sie können auf lustige Fahrgeschäfte gehen. Und es gibt hier jede Menge Überraschungen. Überraschungen? Habe ich schon erwähnt, dass es Ballons gibt in jeder erdenklichen Farbe? Okay, das scheint alles nicht schlimm zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dafür sorgen willst, dass verloren gegangene Kinder keine Angst bekommen. Danke? Kein Problem. Oh Mann, das ist ein kleines Missverständnis. Ich glaube, wir sollten ihn eher aufhalten, aber okay, egal. Und hier sind ein paar Bauarbeiter. Hier ist auch ein Bauarbeiterschild. Oh, ihr habt da ja ein interessantes Schild. Danke. Was, ich meine, woran arbeitet ihr? Wir? Wir reparieren die Stromleitung. Dir sind doch sicherlich die ganzen flackernden Lichter in der Stadt in letzter Zeit aufgefallen. Wir bringen das in Ordnung. Na, das ist ja mal super. Eine super Ausrede. Denkt ihr wirklich, ich wäre ein Idiot? Ich sehe doch das Schild. Das ist ein I, das verkehrt herum ist. Ihr seid iMasons. Refrigerate? Kühlt euch ab, was? Nein, das andere, ich meine Freeze. Ach so, jetzt verstehe ich den Witz. Ich dachte eben auch so, hä, worauf will er hinaus? Also Freeze, stehen bleiben. Das ist der Grund, warum so viele meiner Fernsehdinner misslingen. Lasst sofort euer Zeug fallen und raus hier. Ich würde euch ja festnehmen, aber ich muss woanders hin. Hä, wovon redest du? Wir sind doch nur hier, um... Oh, ihr widerstrebt euch, ihr weigert euch also, euch festnehmen zu lassen, ja? Oh, ich schätze, wir müssen auf den Officer hören und den restlichen Tag freinehmen, Tyrese. Oh, naja, gut. Ist auch mal in Ordnung, etwas früher zu Hause zu sein bei seiner Familie. Oh mein Gott, der arme Kangoo-Hammer. Das werde ich konfiszieren. Damit es nicht weiter an dem arbeiten kann, was es gerade getan hat. Kangoo-Hammer. Ach, okay, das ist der Kangoo-Hammer, der von diesen geheimen Agenten des Chaos verwendet wurde. Das ist ein Vorschlaghammer, nennt man das so?
Bin mir gerade nicht ganz sicher. Hier sind Bauteile. Oh, teuflischer Müll von einem bösen Fiesling. Wahrscheinlich hier ist ein Loch in der Wand. Ich frage mich, was sie da getrieben haben. Haben sie ein Loch in den Planeten gegraben? Oder haben sie eine Höhle ausgegraben für die Echsenmenschen, die heimlich über uns wachen? Vielleicht wollten sie auch den... Wie nennt man das? Die unter der Erde leben. Ah, den... ich komme gerade nicht auf den Namen. Den Menschen, die unter der Erde leben. Etwas opfern, was auch immer es war. Es wurde verhindert. Ah, hier ist wieder ein Sewer Gate. Das blockiert meinen Weg. Ich komme nicht weiter. Wenn es doch nur einen Weg daran vorbeigeben würde. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann solltest du diese Zitronen mit einem Hammer zerstören. Und dann sendest du die Zitronenschale zurück ins Leben, damit es weiß, dass es sich niemals mit dir anlegen sollte. Ja, das ist so richtig du... Oh, in der Zwischenzeit. Aha, Tracy Macabre, Grave McCabe, von der Schreibblockade zerstört. Ein Stack. Ich glaube, er ist halt einfach von einem großen... Er ist irgendwie von irgendwas bedeckt worden und ist dann daran erstickt. Er hat sich selbst in eine Ecke gemalt? Keiner hat gehört, was mit ihm geschehen ist. Ben Haunty. Wurde lebendig von Käfern gefressen. Painted himself into a corner. Hier ist ein kleines... Oh! Wir wurden... Überfall... Halt, halt! Ach du meine Güte, es tut mir leid. Ich dachte, sie wären die Hunden? Weiß ich nicht genau, ob die Hunden sind. Ich kann ja mal kurz nachschlagen. Das wäre jetzt schon ganz gut zu wissen, wenn meine Dictionary geht. Han. Nein, jetzt habe ich... Oh, ich habe ja das Spanische Dictionary drin, sorry. Han ist... Ich glaube, es ist wirklich Hunden. Ich dachte, die Hunden kommen. Es tut mir leid. Ich dachte, sie würden kommen, um mein Gehirn zu fressen, um die Militärgeheimnisse darin sich anzueignen. Aber ich sehe jetzt, sie sind ein Yankee-Junge. Das ist doch gut. Ja, aber ihre Schultern, die sind viel zu schlaff. Die sind ja geschmolzen wie Eiscreme an einem sonnigen Sonntagmorgen. Bei ihm ist das wirklich so, dass die Schultern so gerade sind und bei ihm gehen die so runter. So, hier haben wir einen Helm. Das ist ein netter Helm. Oh, es ist aber nicht anständig, Kommentare abzugeben zu den Teilen eines Mannes, alter Kumpel. Eine Gasmaske. Das wäre obskur genug, um nützlich zu sein. Hände weg, alter Junge. Diese Hunde draußen riechen schrecklich. Diese Maske ist mein einziger Schutz. Oh, das sind Stiefel in meiner Größe. Magst du sie, alter Junge? Sie gehören dir. Sie gehörten mal meinem Sergeant im Krieg. Danke. Sekunde mal, das sind aber keine normalen Stiefel. Da sind ja metallische Sockel drin. Er hatte mechanische Beine. Er brauchte besondere Schuhe, die er anklicken konnte. Deswegen habe ich keinen Nutzen für sie. Wie großzügig. Hier ist eine Schaufel. Ich fürchte, die kannst du nicht haben, alter Kumpel. Die brauche ich, um Zombie Fritz eins überzubraten, sollte er versuchen, in meinen Bunker zu geraten. Zu kommen. Ein Ofen. So nett und warm. Ein weiterer Grund, warum ich nicht wieder dort hinaus will. Den habe ich selbst gebaut, aus verschiedenen Flugzeugeinzelteilen, nachdem ich hier abgeschossen wurde, während des großen Krieges. Ich sage großer Krieg, aber eigentlich war er nur mittelmäßig. Kann ich dir helfen, alter Kumpel? Wer sind Sie? Brigadier Reginald Smith. Smithy für meine Freunde. Aber natürlich habe ich keine Freunde. Keine Zeit für Freunde in der Army, ha? Huh? Ja, aber sie sind doch nicht mehr in der Army, oder? Mein lieber Kumpel, wenn du dich einschreibst, dann fürs ganze Leben. Wie lange sind sie schon hier? Blimey, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich bin als junger Mann hier abgestürzt, habe den Job angenommen als Grabgräber. Wie heißt das? Grabausgräber? alles vor einiger Zeit geschehen. Geht es Ihnen gut? Sie sehen aus, als hätten Sie eine Menge durchgemacht. Das ist doch nur ein Kratzer. Sie hätten die Hunden sehen sollen, als wir mit Ihnen fertig waren. Sie sind ein Militärmann. Können Sie mir helfen, mich auf den Kampf vorzubereiten? Oh, für den Krieg
vorbereiten. Hört sich schwierig an. Oder hört sich gut an. Ich habe noch mein Militär, meine Militärausrüstung. Mal sehen. Da ist meine Brotdose, glaube ich. Aber die Sachen sind hier schon ziemlich durcheinander. Eine Wasserflasche, aber die wurde durchlöchert. Eine Decke für den Boden? Ja, das würde wohl... Na, ich weiß nicht, was das heißt, Ground Sheet. Moment, ich guck nochmal. Nochmal. Ground Sheet. Das ist ein Zeltboden, okay. Ach, das ist halt wieder so ein Wortspiel. Sieht nicht gut aus, alter Junge. Ich sag dir mal was, nimm meine Gasmaske. Die ist da drüben auf dem Regal. Danke. Ja, aber gerne doch, um Fritz aufzuhalten. Okidoki. Wo ist sie denn? Da. Aber sei vorsichtig damit. Da ist wahrscheinlich noch etwas... Vanillegas? Ist Mustard nicht Vanille? Ich komme immer mit Senf und ich guck mal kurz. Mustard. Ach nee, aber das heißt gar nicht. Mustard Gas ist was anderes. Das ist was Schlimmes, glaube ich. Senfgas, genau. Also das ist nichts Gutes. Also es ist nicht Senf. Wo war das, als ich die Gremlins bekämpfen musste? Okay, jetzt habe ich also zwei Sachen. Kann ich mir das selber irgendwie anlegen? Okay, vielleicht könnte da was anderes reinpassen. Okay, das nimmt er nicht mit. Was anderes reinpassen. Okay, außer es gibt Gas, werde ich das nicht anlegen. Vielleicht kann ich einen besseren Nutzen dafür finden. Okay, also ich komme sowieso auch zur Krypta. Dann gehen wir da mal hin. Schau mal, Slim. Da haben wir einen vereinzelten Zombie. Haha, ja, vereinzelt. Schieß doch ein paar Mal auf ihn, damit er verjagt wird. Und sei dankbar, dass wir nicht eine ganze Horde bekämpfen müssen. Ja, ja, Horde. Oh, da kommen wir scheinbar erstmal nicht lang. Okay, dann mal erstmal zum Wasserturm. Hier ist so ein Kreuz, dass das halten soll. Ich hoffe, diese Struktur hier ist stark genug. Weil ein Stück davon wäre schon ziemlich nützlich. Oh, ups, okay, hat er einfach mitgenommen. Die Beine des Towers sehen ziemlich hinüber aus. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, na gut, ich probiere halt mal. Ja, bisher sieht alles gut aus. Hier ist wieder der Mond. Ein weiterer Tatort, hm, Mond? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mal miteinander reden. Ein Wasserturm. Scheint voller Regenwasser zu sein. Okay, da passiert nichts. Da auch nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, aber es wird ja noch irgendeinen Zweck haben. Aber dann gehen wir erstmal wieder runter und gehen vor die Kirche. Wow. Gehirne! Ich komme nicht vorbei. Aber vielleicht finde ich ja einen Weg, über sie zu gehen? Ach so, und in das kaputte Fenster zu gelangen. Wow, ich muss hier weg, bevor ich gefressen werde. Okay, dann vielleicht muss man... Ah, das passt rein. Ach, ich habe Stelzen, wie lustig. Okay, probiere ich mal aus. Haha, jetzt gehe ich hier hin. Geil. Hier oben bekommen sie mich nicht. Oh, Gehirne. Es ist immer genug Zeit, um einmal an den Rosen zu schnuppern. Aber ich bin zu weit oben, um etwas zu riechen. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Ah, die Darkseid-Bösewichte haben aus dem Fenster herausgeschossen. Und so haben sie für mich einen sinnvollen oder einen einfachen Zugang gewährt. Agent McScream? Was tun Sie denn hier? Was tun wir alle hier? Ah, so hilfreich wie immer. Ich muss, wer auch immer da oben in der im Glockenturm ist, retten. Und ich muss mir unbedingt einen Plan überlegen, wie ich in die Krypta komme, um dieses Ritual aufzuhalten. Okay, hier ist der Ausgang. Kaputtes Fenster. Mein Eingang. Ich höre immer noch die Zombies draußen. Gehirne, Gehirne, Gehirne. Gehirne? Gehirne. Hört sich an, als würden sie sich streiten. Wenn ich sie doch nur verstehen könnte. Ich glaube, so tiefgründig ist nicht, was sie da sagen. Was tun Sie hier? Was? Okay, ist sehr tiefgründig. Okay, das ist immer noch nicht hilfreich. Ich glaube, Sie meinen, ich bin hier, weil die anderen Darksider hier sind. Die Annahme ist die Mutter der Drachen. Kann er mir denn mit nichts helfen? Ich habe nur das hier. Okay, aber wir können zum Altar. Chief Ghoulie. Was ist hier los? Was tun Sie denn auf der Brightside? Meine Innereien. Geht es Ihnen gut?
oder angeschossen, mein Sohn. Direkt in den Bauch. Ah, dann waren Sie und Max Scream das, die auf diese Bösewichte geschossen haben. Ja, so war das, Sohn. Ich verbrenne von innen nach außen. Die Darkseid-Patronen sind nicht wie eure. Die sind voller verfluchter Komponenten. Was kann ich tun, um zu helfen? Können wir die Patrone irgendwie entfernen? Kann nicht normal entfernt werden, Sohn. Ich brauche etwas geheiligtes Wasser, um das Böse auszuwaschen. Ich schaue mich mal um. Alles klar, Sohn. Hier ist ein Glasfenster. Hey, hätten wir eine Chance auf ein Wunder? Nein? Na gut. Hier ist eine Kerze. Diese Kerzen sind größer als mein Kopf. Oh, stimmt, sie sind wirklich riesig. Ah, hier ist... Incense, wie heißt das denn? Ja, so Geruchszeug halt ist da drin. Und das ist die Maschine, die dafür sorgt, dass der Geruch verteilt wird. Hm, das ist vielleicht noch wichtig. Okay, da passiert nichts. Vestry ist, glaube ich, ja, sowas wie das Büro, ne? Kalender. Ein Blocky Dogs Kalender. Weil hier natürlich nur Pixel sind und deswegen ist es ein blockiger Hund. So, hier sind Schubladen. Hier sind alle die wichtigsten religiösen Texte der wichtigsten Religionen. Und da ist ein Zettel drauf und da steht zur Sicherheit. Ja, man weiß ja nie. Ein Brieföffner. Briefe, ein Brieföffner, eine Brille, aber die Linsen fehlen. Ich nehme mal den Brieföffner. Okay, cool. Okay, da funktioniert nichts. Hier ist ein Stuhl. Ich wünschte, ich hätte so einen netten Stuhl in meinem Büro. Ich könnte den doch vielleicht konfiszieren, oder? Ach nein. Oder? Nein. Oh, ein Schredder. Das ist ein Schredder. Der könnte vermutlich sogar Klamotten zerschreddern. Okay. Hilft mir jetzt auf den ersten Blick eher nicht. Bringt das irgendwas mit dem? Ach, ich brauche jetzt keinen Incense, aber später vielleicht. So, hier kommen wir in den Tower. Geh zurück, Dämonenbruder. Hey! Super, jetzt bin ich nass. Oh, ich dachte, du wärst ein Leerkopf. Tut mir leid, Bro. Hast du ein Handtuch, das ich mir ausleihen kann? Hier ist auf jeden Fall, hier sind Sporttaschen. Da sind jede Menge Sportutensilien. Zum Beispiel zum Tauchen oder zum Paragliden. Und seltsamerweise auch Gesichtsfarben. Warum haben sie das alles? Alter, ich liebe das Extreme. Und du kannst nicht bis zum Maximum extrem sein, wenn du nicht dein Gesicht anmalst. Aber die Tauchausrüstung ist leider kaputt. Ich habe das Mundstück verloren. Die werde ich wegschmeißen. Was dagegen, wenn ich sie nehme? Klar, Alter, nimm sie. Vielleicht kann ich das mit dem Zumindest für ein paar Minuten sollte das ausreichen als Ersatz. Cool, super. Okay, hier sonst noch was? Nee. Hier ist die Glocke. Glänzende Glocke. Danke, ich poliere sie selbst. Tut mir leid, dass ich sie nass gemacht habe, Alter. Was sollte das denn? Nun, die Zombies, sage ich jetzt einfach mal, mögen das heilige Wasser nicht, mein Friend Amigo. Das verwandelt sie in Mushburger. Gut zu wissen. Kann ich etwas von diesem Wasser haben? Aber klar, ich teile gerne etwas vom der Flüssigkeit Gottes. Sagen Sie das nicht so. Okay. Aber ich habe gerade etwas wenig. Meinen letzten Schutz habe ich an Sie vergeudet. Aber Sie können meine Drags haben? Was heißt das? Aber Alter, ich glaube, das ist nicht genug für einen ganzen Zombie. Vielleicht sowas wie Reste? Mei. Wie war das? Drags. Mal gucken. Drags sind mein Bodensatz. Ach so, okay. Heiliges Wasser. Naja, immerhin, oder? Das funktioniert nicht. Aber vielleicht reicht das ja schon. Ich bin hergekommen, um sie zu retten. Geht es Ihnen gut? In Anbetracht der Umstände freue ich mich, dass ich hier oben bin und nicht gerade unter all den Untoten ertrinke. Den müssen Sie hier rausbekommen. Oh. Ach so, wenn sie eine Schneise schlagen könnten durch diese Welle an Untoten, dann könnte ich hier rauskommen, Alter. Aber wie soll ich das denn schaffen? So wie der Surfer dem Meer lauscht, sollten sie vielleicht den Toten lauschen. Das könnte sogar funktionieren. Gute Idee. Oh Gott, spricht durch mich. Brosef. Brosef? Was soll die ganze Sportausrüstung?
Eigentlich wollte ich gerade in Urlaub fahren, Extremsport betreiben. Aber ich bin hier geblieben, um ein paar Babys heilig zu sprechen. Bro, diesen Fehler begehe ich nicht nochmal. Sayonara, Alter. Mann, das ist ja mal der coolste Priester der Welt, ey. Der ist so locker. Okay. So, runter zum Altar. Na gut, meine lieben Namasch an der Stelle. Nochmal einen kleinen Cut und dann haben wir tatsächlich noch eine Folge von The Dark Side Detective. Ich freue mich schon drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.